Ja, nee, ich wollte es einfach mal aufnehmen, weil es so ein schönes Spiel ist und ich habe das Gefühl, dass manche Leute das irgendwie nicht richtig wertschätzen, das Spiel. Das finde ich ein bisschen Oh schade. Gott, welche Map war das? Ah ja. Muss Ich man sich muss erstmal wieder kurz wieder reinkommen, ja, orientieren hier. total, total. So, wen hast du eigentlich gerade genommen? Wie heißt der einer von Sanjis Brüdern? Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Michi, glaube Achso, du ich. bist ja Guck wieder mal am nochmal. Trainen, Ja, also ich habe jetzt irgendwie jemanden genommen, den ich noch nicht voll aufgelevelt habe. ging denn Ah ja, nochmal die langsam kommt's Fähigkeiten? wieder, langsam kommt's wieder. Wie ging denn nochmal die Fähigkeiten? Mit Weißt du das zufällig? R und dann, nee, Das R Große? und dann X beispielsweise, oder also das, was du erst R gedrückt halten und dann eben die Richtung, also das, was dann da steht, ne? Wenn du R Ah. drückst, dann ja. Ich Oh hätte auch gerade aber einen yeah. Moment gebraucht. Oh. Liebe. Ey, Smoothie, ey, er ohne Scheiß, das ist so. Oder hat diesen Charakter so hart vergeudet, ne? Es ist. Ich weine innerlich. Wie belanglos sie geworden ist, ne? Ja. Dieser Pero da, der hat mehr Screentime bekommen. Ich weiß gar nicht, wo die anderen gerade sind, ne? Also, Achso, du meinst, ja, auf dem Schiff, oder? die sind doch irgendwie zurück von der Insel runtergeflogen oder so. Ja. Aber was die jetzt machen, keine Ahnung. Ja. Ist halt einfach so, die sind halt einfach nicht da. Ich muss sagen, ich verstehe sowieso nicht, warum er Big Mom in den Arc mit eingebaut hat jetzt, also in den neuen, weil irgendwie sie stört da bisher nur. Also, keine Ahnung. Gut, mir persönlich ist es ehrlich gesagt egal, weil. Ja, ich bin jetzt, ich bin, ich, weißt du, ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm, aber ich finde es mega, also sie macht die Dinge halt so kompliziert und das würde ich mir als Autor jetzt nicht antun. Also ich bin mal gespannt, ob er da noch mit ihr auf irgendwas hinaus will, was ihre Anwesenheit rechtfertigt am Ende. Ja. Ja. Gut, das ist vielleicht so, dass es ein bisschen mehr Impact hat, weißt du, wenn Ruffy und Co. dagegen gleich zwei Ja. Kaiser kämpfen und dann halt auch immer so Reaktionen von Big Mom zum Beispiel auch kommen, wo sie dann so realisiert, oh, fuck, die schlimme Generation da, die drei, die können ja, die sind ja richtig Ja. gut und so, ne? Wo du dann immer so siehst, oh fuck, wenn die jetzt schon Angst hat oder Respekt hat, dann könnte es mit Kaido ja was werden, ne? Also, das hat, ich denke, das Wobei sie ist so es ein jetzt ja bisschen. aufgetrennt haben wieder, ne? Es kämpft ja jetzt Ja, gerade Dings. natürlich. Und es ist halt Ja. auch insofern Quatsch. Es ist halt auch insofern Quatsch, dass du. Ja, ich meine. Es hat schon ein paar Probleme, ne? Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Ich finde nur, jetzt haben wir am Anfang so, oh fuck, Big Man schaffen wir nicht, wir fliehen besser. Ja. Und jetzt innerhalb, ich meine, mit ein paar Trigger oder so, ja, aber Kaido kriegen wir jetzt hin. Dann denkst du, Ja, ja. okay. Ja, Vor nicht mal, deswegen, das waren ja ja. Stunden, da waren ja, glaube ich, nicht mal Tage dazwischen, oder? Ja. Ja, Nee, und dann ich hätte so. mir deswegen eigentlich gewünscht, dass Big Mom schon am Ende von Whole Cake Island gefallen wäre, tatsächlich, Ja. oder irgendwie aus rausgenommen wurde, Ja. weil ich weiß es nicht, ich finde also wenn jetzt Ruffy sie danach in einem möglichen Elban-Arc erledigen würde, keine Ahnung, das wird für mich dann auch nichts mehr aussagen, weil man Big Mom irgendwie nicht mehr so arg ernst nimmt. Also ich nehme sie nicht mehr so arg ernst aktuell, das ist ein Nee. bisschen schade, Ich habe weil die sie noch nie eigentlich schon richtig voll das ernst. krasse, ja, eigentlich müsste sie ja bald schon voll das krasse Tier, also sie ist ja Ja. quasi mit einer der vier stärksten Ja. Piraten, ne? Ich meine, sie hat es Und ja auch schon oft gezeigt, ne? Also, ist ja nicht so, ja. dass sie jetzt komplett weak ist, aber.
Ja, aber vielleicht besiegen Law und Kid sie ja am Ende. Dann hat nicht nur Ruffy den Kaiser besiegt, sondern die anderen beiden auch quasi. Also Ruffy wäre dann natürlich trotzdem krasser, weil er es dann alleine gemacht hat. Aber Ja. wäre, glaube ich, also wäre für diese neue Generation dann auch ein ganz krasses Statement, weil so wie es aktuell ist, ist Ruffy ja schon viel krasser wie der Rest. Ja, auf Also jeden Fall. vom. Ich meine, er hat immerhin hier die, sag mal's, die super Fähigkeiten, Ja, die genau, er er. hatte von zwei irgendwie Haki-Meistern jetzt schon voll das krasse Haki gelernt und so. Und außerdem, also zumindest in der Öffentlichkeit war das ja quasi unentschieden gegen Big Mom, ne? Was haben die anderen jetzt nicht? Kid hat einen Arm verloren und wurde danach von Kaido eingesperrt. Das ist nicht so eine gute Bilanz. Ja, gut, und Law hat halt, ist halt noch nicht wirklich gegen Dings vorgegangen, konnte aber Doflamingo nicht besiegen, ne? Ja. Ach Wobei, gut, Law ist halt ja gut, Law hat schon ein gutes Support. Standing auch, ne? Also, Law ist halt Support und holt die Leute immer so ein bisschen wieder ja. aus der Scheiße Law raus, hat ne? also Law wird auch stark dargestellt, finde ich, weil dem seine Ja. Teufelsfrucht ist einfach mega krass gehypt und also sie ist auch krass. Also, was er kann, ist halt schon heftig, so da, wenn du dir, also Oh. allein, boah, wo ist denn Oh der jetzt? nein. Ist er jetzt Oh. runtergefallen? Oh. Ja. Ich hab Akainu nur nach Ja, unten ja, gefunden. ja. Ich habe nicht mal gewusst, Ja. dass das geht. Das habe ich zu. Wie oft haben wir das Spiel jetzt schon gespielt? Ich Ja. habe gar nicht gewusst, dass mein Gegner da Ja. runterdrücken kann. Er ist tot? Nee, er lebt noch. Komm, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist er tot, ja. Jetzt ist er tot. Weil so vom Ding her, es wird ja vielleicht oder wahrscheinlich so sein, dass das Law und Kid quasi so die Whitebeard und was weiß ich, Shiki ihrer Generation werden, mit Ruffy dann als Gold Roger. Und Ja, da denke ich brauchen sie eigentlich. dann schon auch so ein Upgrade, dass sie eben auch gegen eine Big Mom ankommen. Gut, ich denke, ähnlich wie. Achso, weiß man es eigentlich? Weil ich hab langsam so das Gefühl, weil Kid ist auch so wie Law und halt auch wie Ruffy, so ein Charakter, der irgendwie immer wieder aufsteht, so, ne? Ja, das auf jeden Ich habe Fall. halt Das irgendwie das hat er. Gefühl, dass er vielleicht auch ein D sein könnte. Ja, ich glaube, weiß man nicht. Weiß man Er hat aber natürlich auf nicht. jeden Fall das Königshaki. Das hat man, glaube ich, irgendwann mal erfahren. Ja. Vielleicht hat Law das D und Kid das Königshaki und Ruffy dann halt beides, ne? Das kann auch sein, ja. Ich finde es Okay, irgendwie bei was Kid so denn? schade, neben seine Teufelsfrucht, die hat auch so mega viel Potenzial, aber ich finde, da holt Oda noch nicht so viel raus bisher. Also macht halt immer einen Metallarm oder so einen Scheiß, aber du könntest Ja. noch viel krasseres Zeug damit machen, glaube ich. So wenn du an Magneto denkst oder keine Ahnung an, wie heißt der, Edward Elric aus Fullmetal Alchemist und so. Ja, oh, da bin ich raus. Ich habe keine Ja, Ahnung, was gut. für Ja, okay, Fähigkeiten die kennst du haben. nicht, aber Ich die weiß, machen dass halt die noch da. krassere Sachen. Also die machen kreativere Sachen noch mit ihm, also weil der kann halt auch Metall quasi verändern. Ah, okay. Weil Ah, ja, gut. er ist ja der Alchemie und Full der. Metal, weißt du, er ist ja Ja, der ja. Full Metal Alchemist. Also da Ja. gibt es verschiedene, die halt verschiedene Elemente oder Ressourcen quasi beeinflussen können und er ist halt für Metall. Wow. Ja gut, ich kann mir halt vorstellen, dass er wahrscheinlich Gold nicht so nutzt, ne? Ja, Gold nicht, ne. Also Gold er ist ist ja scheiße. Metall. Weiß gar nicht, ich glaube, es kann Gold ist sogar doch sein, Metall, dass oder? Bin ich jetzt ich blöd? glaube, das ist jetzt in. Nee, ich glaube, das ist da nicht so. Okay. Gold ist, glaube ich, auch kein Metall. Ich glaube nicht, dass Gold chemisch zu den Metallen gehört, aber ich bin da nicht so. Ich hätte schwören können, aber bei sowas schwöre ich halt nie. Ist besser, gesünder. Oh, ich glaube, der Anführer ist weg. Und Frankie? Frankie? Frankie ist Ja, nicht sehr doch, es hilfreich. ist. Ja, Nee. doch, es ist ein Frankie, Metall. komm, lauf. Okay. Bitte geh in eine andere Richtung.
Danke. Gold ist sogar ein Metall, aber ich glaube, er kann kein Gold bändigen. Ey, das musst du auf der Aufnahme angucken. Frankie ist gerade die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen. Ich habe ihn so ein bisschen in eine andere Richtung gepackt, damit er normal läuft. Hä, was war denn das? Ah, fuck, ich habe aus Versehen. Ich habe eine falsche Kombo gemacht. Na, ich habe mich mal geheilt. Ja, warum nicht, ne? Komm, machen wir es mal schnell. So. Ja, es ist einfach immer spaßig, mit ihr zu spielen. Es ist einfach. Oh, ich hasse Blackbeard. Der verschluckt die, unsere Gegner immer. Erstmal Gab hier. Oh. Jo, toter Gab. Oder? Ja, goddammit. Wer ist das wieder? Ach. Lucci finde ich tatsächlich mit am anstrengendsten von Gegnern so. Und halt Blackbeard, ja. Ich weiß nicht, Lucci ist so. Der ist so eklig wendig. Ich mag die Gegner nicht, die so schnell sind, weil die immer, wenn man sie anvisiert hat und gerade auf die eindreschen will, dann stehen sie hinter einem oder so ein Scheiß. Das nervt mich. Also, wenn die so in der Masse stehen, sind die kein Problem, ne? Wenn mehrere Gegner da sind. Aber sobald du die so One-on-One machst, gehen die mir so hart auf den Sack. Aber ich glaube, ich muss mal hier groß. Oh, Lucci ist unser Final Gegner, by the way. Ah, okay, dann. Gibt es da noch irgendwas, was du tun kannst? Ich für das süße glaube S? nicht, er ist eh gleich tot. Ach so, warte mal, wie viel haben wir denn? Ich habe gar nicht viele KOs. Oh. Ah. Naja, egal. Wo ist er denn? Ja, wo Er ist er ist, denn? aber er ist wirklich gleich tot, weil er hat Dann fast. machen wir ihn Ja, tot. das war's. Oh. Let's go! Ja, geil, wenn wir das so schnell hinkriegen, dann können wir auch noch einen zweiten Part reinhauen. Let's go. Also, zweiter Part im Sinne von, wir haben gerade mal 12 Minuten dafür gebraucht. Und das Delicious Okay, S. Mann, es. Ja, du hast wahrscheinlich viel mehr Gegner gekillt. Ich habe nämlich nur 300 oder so getötet. Das ist schon über 1000, heftig. Das ist immer, wenn man so coole, große Charaktere nimmt. Ja. Ja, das ist bestimmt alles cool. Oh, und Geld, vor allem wichtig. 3 Millionen Berry. So, dann machen wir die schlimmsten Kämpfe um den Sieg. So, ich rekrutiere wieder. Hauptsache Spaß. Wen nehme ich denn? Wen nehme ich denn mal? Ich glaube, ja, Mann. Ich probiere Reiju. Schon ewig nicht mehr Charakter gespielt. So, du kannst auch jetzt erscheinen. Ja, Moment, Das ist Beitritt, offen. neue Das war Welt. jetzt nichts Neues. Oh, da, aber da. Angriff erhöhen ist immer geil. Oh, yeah, jawohl. Geil. Mal gucken, ob ich das mit den. Krieg ich das voll? Aber oh, das macht so Spaß, wenn man das voll kriegt. Das ist so ein gutes Gefühl. Yes. Erstmal HP hoch. Ja, komm. Oh, ich kriege ihre Karte ganz gut fertig gerade. Nice. Davon eine. Ui. Crazy. Ich habe sie schon lange nicht mehr gelevelt, merke ich gerade. Schon war ja einer meiner ersten Main überhaupt. Bevor Smoothie und Whitebeard. Gut, Whitebeard als Main zu haben, ist ein bisschen lame. Muss ich gestehen. Whitebeard ist halt, Whitebeard ist so immer in dem ja. Spiel, das ist pervers. Ich würde sogar behaupten, dass er krasser ist als, hier Big Mom oder Kaido. So. Oh!
Oh, Simon, ich glaube. Ich glaube, mein erster Charakter hat alle drei Karten auf 100%. Oha. Dann gibt's nichts mehr, oder? Nee, wenn er 100% steht, ist fertig. Dann ist er komplett. Also, nice! Mal gucken, was ich hier jetzt noch hinbekomme. Ich habe nämlich gerade Killer genommen. Ich muss den mal noch ein bisschen aufleveln. Ich hoffe, ich krieg's einigermaßen. Das war der Luftadept nochmal. Erhöht Angriff gegen Gegner in der Luft. Je höher das Fähigkeitslevel, desto größer die Werteerhöhung. Ah ja, gut, das ist bei ihr natürlich super. Diebische Katze, Barry nach dem Kampf, was für Weisheit des Arztes war. Ah ja, das ist der Gamebreaker. Persönlich, muss ich sagen. Durch Specials ist krass, ja. Ja, das ist der Gamebreaker. Es ist so lustig, weil ich habe ja bei Smoothie hat ja eine Fähigkeit, wo sie sich selber heilt. Die habe ich vorhin auch aus Versehen eingesetzt. Aber ganz ehrlich, du brauchst die eigentlich nicht. Ja, mit dieser Fähigkeit brauchst du nicht, ja. Übel. Es gab, glaube ich, noch das andere, das war irgendwie so ähnlich. Es gab von Chopper, gab es, glaube ich, auch noch so eine Arztfähigkeit. Genau, das haben nur so halb so gut, ne? Das ist, glaube ich, wenn du angreifst, kriegst du minimal Prozent irgendwie als HP dazu oder sowas, ne? Mal gucken, ja. Ich muss nämlich Killer gleich auch noch ausrüsten. Das ist am Anfang halt ganz nett. Aber wenn du zum Beispiel gerade zu Beginn noch von manchen Gegnern so richtig fett auf die Fresse kriegst, dann ist es meistens gar nicht mal so geil, weil wenn du den Gegner dann ein paar Mal angreifst und zwischendurch der dich einfach gefühlt fertig macht, die HP-Regeneration lässt dann eher zu wünschen übrig dann. Ja. Aber war das mit dem Angriff? Warte mal, das irgendwo kann man das doch aussuchen, oder? Nee, das ist Weisheit des Arztes. Gesundheit ist wahrer Reichtum. Nee, negative Statusveränderung. Das hat doch irgendwie so einen Namen. Okay, Ausdauer ist macht dich temporär unbesiegbar, wenn du einen Schleuderangriff startest. Ach Gott, Schleuderangriffe, stimmt. Da war ja was. Es gibt ja diese. Irgendwie kann man ja auch Gegner packen. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Wie geht es, L? Du musstest, glaube ich, irgendwas mit Eld machen, glaube ich. Ah, nee, ich glaube, das von Chopper ist Weisheit des Arztes. Das andere von Law hieß anders, glaube ich. Das war dann von Law. Ich habe das jetzt hier auch gar nicht irgendwie in der Auswahl, oder ich habe es überlesen. Egal. Mal gucken, welches das war. Taktiken des Arztes war das von Law. Das von Law, ja. Und das von Chopper ist besser, ne? Genau, so war das. Das von Chopper ist besser. Sind aber beide ziemlich gut. So, was brauche ich jetzt noch? Münzen? Oh, let's go! Ja, warte kurz. Ich muss gerade noch kurz eine dritte Fähigkeit reinhauen. Wo ist es denn? Die Sake-Becher des Bruders brauche ich nicht mehr. Wo war es denn? Kopfgeldjäger hieß das, oder? Wo ab 30 das? Minuten tut meine Kamera überhitzen. Oh, okay. Ja, komm, machen wir noch das letzte rein. Dann kann ich jetzt auch losgehen. Ja. Yes. So. Oh, hier. Okay, na gut. Na gut. Was? Oh Gott, ich dachte gerade, warum ist denn Dino? Aber ja, natürlich. Ich vergaß. Den gibt's ja noch. Ich habe ernsthaft auch mal in Erwägung gezogen, mir auch mal Dynasty Warriors zu holen. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Das hat ja...
das hat ja auch so einen Kultstatus, dass ich mir irgendwie denke, irgendwas müssen diese Charaktere und so ja auch haben. Bei Dynasty Warriors, sind es eigentlich reale Leute aus der Geschichte oder sind es auch quasi erfundene Charaktere? So wie ich das verstanden habe, halt teils, ne? Also, okay. Oder sie basieren vielleicht oder so. Genau, also die Ursprungscharaktere basieren auf echten Warlords und so und Taktikern. Aber natürlich die Geschichten und die Charaktere selbst sind trotzdem so harte Fiktion halt, ne? Oh, ist er down? Also es ist halt mehr so ein Was-wäre-wenn-Szenario, ne? Was wäre, wenn die echte Geschichte oder echte Kriegsherren und Kriegstaktiker Anime wären? ich glaube, so kann man es ganz gut zeichnen. Es würde mich nur persönlich immer eins interessieren, weil das verstehe ich irgendwie nie. Ist das chinesisch oder ist das japanisch? Also, ich weiß, dass es von Japanern ist, aber... Boah, ich glaube, aber es ist japanisch, oder? Genau, ja, es ist von Japan, also es ist ja... Achso, du meinst, ja, aber ich glaube, die Geschichte auch, oder? Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich auch nicht. Ich muss mal wieder in meine Kombos reinkommen. Ich weiß gar nicht mehr gerade, wie die gehen. Ah, ja, ja, ja. Das ist schon länger her, ne? Ja, macht immer dieselbe. Ich sehe nichts. Ja, das meinte ich doch. Jawohl. Creepy Baum, geh weg. Ah, wir haben Ziele. Sag doch mal was. Ah, da bist du ja. Der Boogie. Ja, den müssen wir auch verprügeln. Den prügeln wir. Hat bei Ruffy. Ah, ich sehe nichts. Es ist so viel gerade los. Dann machen wir hier mal sauber. Yes. Ah, gut. Autsch. Oh, so ein herrliches Chaos gerade. Das ist einfach geil. Gibt es auch manchmal, wenn die Kamera einfach nicht mehr hinterherkommt, ne, in den Kämpfen. Das ist so geil. Erkennt man da auf der Aufnahme eigentlich noch was? Ich weiß es nicht, aber ich sag's auf jeden Fall mal so, ich weiß auch nicht mehr, was ich mache. Ich drück einfach nur noch Knöpfe. Das ist ein Riesengewusel, ey. Ecki, hör auf! Ecki! Okay, ich sehe gerade gar nichts mehr. God damn it, Ecki. Ich krieg meine Radkombo nicht hin. Nee. Ach stimmt, sie hat ja auch noch die Fähigkeit. Stimmt ja, Rachel hat ja die Fähigkeit, dass sie von mit so einer Combo auch Gegner absaugen kann, HP-technisch. Das heißt, das ist ja doppelt gemoppelt, so gesehen. Ja. Oh ja, der Tornado! Endlich! Ja! Und jetzt das Rad! Ja! Oh, das ist so herrlich. Das macht einfach Bock. Aber vielleicht war sie jetzt nicht der beste Gegner, Charakter zum Auswählen, weil das ist... Ich glaube, man hat nur halbwegs einen Überblick noch, wenn man es selber spielt.
Weiß nicht, ob das beim Zugucken überhaupt Sinn macht. Naja, egal, 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 egal. Hast du jetzt eigentlich mal Dings gespielt? Nee, ne? Hier. Was? World Seeker. Nein. Oh, Simon. Ich kann nicht. Das ist. Ich kann gerade. Ich habe in letzter Zeit eigentlich nur Dark Souls gespielt. Ich meine, das ist ja. Das tut ja sowieso viel einnehmen dann, ja. Ja, und nee, ansonsten habe ich gerade auch gar nicht so viel Zeit, weil ich voll lang. Voll viel Arbeit technisch zu tun habe und dann abends meistens auch keinen Bock mehr, was zu spielen. Oh, ich würde so gern nochmal meine Erinnerung an das Spiel löschen und einfach nochmal von vorne. In World Seeker. Ja, total. Also das war, glaube ich, als es rauskam, so mein persönliches Game of the Year. Mhm. Auch das ist so lustig, weil so viele Leute hassen dieses Spiel oder haben es so schlecht gefunden. Und ich habe so gedacht, ja, weißt du was, komm, gönnst du jetzt mal so ein Open-World-One-Piece-Spiel, wie schlecht kann das wohl schon sein? Und ich hatte so eine gute Zeit, es hat mir so Spaß gemacht. Es ist halt manchmal echt lustig, wie sich die öffentliche Meinung dann von deiner persönlichen so hart unterscheiden kann, ne? So, erstmal ein bisschen special. Oh, let's go! Oh, fuck. Okay, let's go! Schon ein dicker Anführer. Tornado! yes, damage. So, treffe ich jemanden? Wir werden sehen. Habe ich Bs getroffen? Oh, Beige ist auch ein, stimmt. Ja, ich vergesse mal Beige. Beige ist auch so ein unfassbar nerviger Charakter als Gegner. Hat voll viel HP, ja. Er hat einen Arsch voll HP immer. Ich glaube, das ist halt sein Punkt, ne? Er macht halt nicht so viel Schaden, aber dafür hat er einen Arsch voll HP. Komm, bleib stehen. Gott, David. Guck mal, wir sind gerade, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 und du. Wir sind zu sechst und wir brauchen so lange für den. Das ist so abartig. Jawohl, endlich. Endlich, ja. Okay, wo sind die jetzt? Ich geh mal hier hin. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich das Rad hinkriege. 1, 2 oder 3 und dann. Ja, okay. Dreier-Kombo in der Luft. Yes! 1, 2, 3 und. Und bei 4 macht man den da. Jawohl! Und tack, 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 tack. Wahrscheinlich nur klicken. Alter. Boah, was ist denn jetzt los? Was war das denn für eine Kacke? Ein herrliches Chaos hier. Ich finde es so schade, dass sie. Also, ich finde es geil, dass sie bei One Piece sich entschieden haben, das als Multiplayer zu machen. Ich finde es so schade, dass es bei den anderen jetzt scheinbar nicht der Fall ist. Das ist so. Ja, gut, ich weiß nicht bei allen, aber ja. Bei Fire Emblem war es ja nicht so. Oh Mann, ich bin hier gerade richtig am Abkacken. Was? Ja. Aber das ist auch der letzte, oder? Also der aktuelle. Ja, das ist der T-Tron. Ja, ich kämpfe hier gerade gegen T-Tron Hawkins und die tun mir richtig weh. Ich könnte ja helfen, aber hier sind Anführer. Ja, gut, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen hochgeheilt.
Irgendwie ist T-Chop weg. Weiß nicht, wo er hingegangen ist. Da stand irgendwas mit Law. Law hat. Ging aber zu schnell weg. Ah, okay, ich habe ein neues Ziel. Zwei sogar. Oh, warte mal, ich bin dumm. Ich dachte gerade 3000. 3000 Meter entfernt ist das Ziel, das ist ein bisschen weit. 3000? Ja, wo sieht man das, die Entfernung? Manchmal, wenn das Ding da steht. Oder es waren 300 und das sah komisch aus. Das ist auch möglich. Alter, ja, das waren wahrscheinlich 300. Das Teach ist so krass. Was soll denn das? Aber Kid ist jetzt auch am Start, hä? Ja, ja. Teach tut mir weh, ich will nicht sterben. Naja, das ist übel, die Attacke. Oh, was? Der hat meine Attacke gekontert, der Arsch. Bin ich okay? Wald der Versuchung 1 ist gefallen. Das ist schlecht, oder? Ja, wenn wir Teach besiegen, dann haben wir gewonnen. Ja, okay. Oh, okay. Das ist bei dem Spiel auch immer so, dass man irgendwann einfach aufhört und man denkt sich, okay, das war's schon. The End. Mhm. Aber trotzdem natürlich noch das leckere S bekommen. Ja, gut, ich habe auch viele Leute irgendwie mit Killer getötet, aber er ist noch ein bisschen schwach, leider. Mhm. Fettgeld bekommen und so, ich denke, das war's dann. Hi, Yoshi, was gelacht haben wir?